Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Die Sims 3. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Familie. Und im letzten Part haben wir ein neues Baby bekommen. Hilfe, Steuerung, Mama. Die kleine Maus heißt Abby. Und sie ist ein kleines, süßes Mädchen. Sie wird in diesem Part vermutlich auch schon zum Kleinkind. Ich bin sehr gespannt, die kleine Maus aussehen wird. Vielleicht hat sie ja mal braune Haare. Weil bisher haben wir nur blonde Kinder. Sophias Gene sind strong. Außerdem hat Ava, glaube ich, Level 7 erreicht. Genau. Das heißt, sie hat jetzt die Möglichkeit, diesen Trank kennenzulernen. Und ich hoffe, sie findet ihn schnell. Denn wir wollen Spezi natürlich zu einem echten Menschen machen. Und oh mein Gott, das wird so wild. Aber ich finde es auch geil. Leni ist eine sehr süße Mausi, wollte ich gerade sagen. Das stimmt auch, aber ich wollte eigentlich sagen, dass sie müde ist. Ich finde, das mit dem Schaukelstuhl ist einfach das Süßeste auf der Welt, ne? Ich wäre genauso eine Mami. Ich würde auch einfach mich in so einen Schaukelstuhl oder so mit dem Kind hinflezen. Es ist einfach süß. Meisterakrobat? Woher kommt denn der Wunsch? Okay, Ava hat einen Trank gefunden, aber es ist der gute Launentrank. Und wir brauchen ja... Warte mal, das steht hier, glaube ich, ne? Metamorphosemittel. Ist das denn auch das, was... Weiß ich nicht. Okay, ja. Hier steht aber, dass es erst ab Level 8 möglich ist. Hallo? Ich wurde einfach belogen auf der anderen Seite. Wie geht's dir? Oh. Ja, vielleicht solltest du erst gleich nochmal Pipi machen oder so. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Ich meine, selbst wenn es Level 8 ist, also wir machen das. Ava ist ja schlau. Sie hat noch 7 Tage Zeit. Müssen uns halt ranhalten, aber nichts ist unmöglich. Muss sie halt ein bisschen hasseln. Ihr mit eurem Reich und Schön, lasst mich in Ruhe. Aber wisst ihr, was wir mal machen können? Adrian möchte ja fahren lernen. Warum machen wir das nicht einfach mit Riley? Adrian das Fahren beibringen. Das ist doch voll süß. Dem Baby geht's ganz gut, freut mich. Warum ist hier eine Omi? Ach, ist ein Paparazzi. Na super. Irgendwie wurde die Interaktion anscheinend abgebrochen. Wir bringen ihm jetzt das Fahren bei. Auch wenn Sophia gleich zur Arbeit muss. Aber wir machen das alles. Ich meine, Ava kann sich ja auch ums Baby kümmern, sollte irgendwas sein. Ich finde übrigens wild, dass es in Amerika so ist, dass man das selber denen beibringt und dann halt nur die Fahrprüfung irgendwie gecheckt wird. Like, ihr setzt einfach random jemanden in ein Auto. So, was soll das? Ja, Ava hatte ja jetzt auch nicht so das Interesse, eben das Fahren zu lernen. Deswegen mache ich da jetzt auch nicht so ein Herz, dass sie das irgendwie machen muss. Aber er hat es sich ja gewünscht. Deswegen machen wir das. So, wir machen jetzt ein Foto. Freut mich für euch. Viel Spaß. Die fahren halt jetzt richtig langsam und so, ne? Das ist so lustig. Und dann mit der Zeit wird es halt besser. Und irgendwann kann er halt fahren. Dann haben wir das ja auch in dem Let's Play mal irgendwie abgehakt. Nee, ich habe echt keinen Bock. Ich finde toll, dass Spezi einfach die ganze Zeit auch daneben steht und sich einfach nur denkt, bitte, 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 bring's zum Leben oder so. Finde den Trank. Macht wahrscheinlich eher Sinn. Ich bin einfach lost. Es ist ein aufregendes, wenn auch peinliches Ritual für jeden Teenager, das Fahren zu erlernen. Du hast soeben den ersten Schritt in die Unabhängigkeit getan. Es erfordert Zeit und äußerste Geduld, die sich aber schließlich auszahlt, wenn Adrian seine Fahrerlaubnis in den Händen hält. Das macht den beiden einfach auch gar keinen Spaß. Ich lieb's ja. So, Ava kümmert sich mal kurz um das Baby, weil sie eine gute große Schwester ist. Also sie hat jetzt nur noch ein halbes Level bis Level 8. Also ich glaube, wir kriegen das hin. Und dann findet sie bestimmt den Trank ganz schnell. Riley und Adrian sind so gestresst. Ich lieb's ein bisschen. Ich lasse sie jetzt auch gleich mal durchs Teleskop gucken, damit sie ein bisschen Abwechslung hat im Leben. Hallo Hirsch, was geht? Warum habt ihr eure Badekleidung an? Was ist denn mit euch? Die Schule macht heute einen Ausflug. Es ist Samstag, aber okay. Und als Sophie die ganzen Schüler rumlaufen sieht, kommt sie auf die Idee, eine kleine Jam-Session abzuhalten. Die Schüler sind begeistert und es kommen immer mehr Leute dazu, so dass die Band schließlich ein richtiges kleines Konzert gibt. Yay! Sie schauen den Wetterbericht. Spaßig. Wie wäre es, wenn ihr umschaltet? Hier, er mag doch angeln, oder? Dann vielleicht ist Anglerfreuden ja ein Ding. Dann kann sie ja noch mal ein bisschen Gitarre spielen am Abend, weil sie sich noch nicht ganz so schlecht fühlt. So, und Ava kümmert sich nochmal um sich selbst und geht dann auch schlafen. Und Adrian geht auch schlafen. Oh mein Gott, sie hat ja noch dieses Kompositionsdings. Das hätte ich auch machen können. Aber egal, gib deinem Baby mal die Flaschi und dann geh einfach ausschlafen. Morgen hast du eh frei, dann kannst du dich ja darum kümmern. Wir können jetzt Feuerwerkspakete kaufen. Ich habe kein Interesse. Ich liebe dieses Outfit so an ihr, ne? Sind schon wieder alle wach hier. Sommerfest ist in der Stadt. Yay! Wir haben schon wieder Post bekommen. Aber anscheinend nichts Wichtiges. Hä? So, Sophia, du kannst jetzt dieses Buch lesen. Und ihr könnt gleich wieder fahren lernen. Und Ava schaut durchs Teleskop. Er hat Fahren Level 2 erreicht. Ich glaube, das ist so ein 3-Level-Ding. Bei ihr sieht es auch gut aus. Let's go.
Gitarre für mindestens 4 Sims spielen. Sehr interessanter Wunsch. Jo, diese Tantiem, ey, 3700, das ist echt nett. So, Adrian hat seine Fahrerlaubnis gemacht und darf nun ohne Erwachsene auf diese Person ein Fahrzeug führen. Genieße deine neue Freiheit, du hast es verdient. Yay! Okay, die kommen jetzt auch schon direkt nach Hause, sehr schön. Das ist ja toll. Level 8, yay! Ava, du bist so heftig. Mach Pipi und dann versuchen wir, einen Trank zu entdecken. Also jetzt ist es safe, dass wir den kriegen können. Jetzt müssen wir den doch kriegen. So, und wenn ihr da ein bisschen gequakt habt, wie wär's, wenn wir diesen Artikel weiterschreiben? Weil ich weiß, dass der auch schon wieder fast fertig ist. So, und du, mein Lieber, kannst ja ein bisschen Schlagzeug spielen. 72 Simoleons? Wow, dachte, wir hätten jetzt ihr Bestreben hier abgeschlossen. Aber da muss sie wahrscheinlich irgendwie nochmal ein richtiges Buch schreiben. So, dann kann sie ja mal ein bisschen Videospiele spielen. Sie ist ja ein kleines Gamer-Girl, also ist das in Ordnung. Aus allen Ecken kommen laute Geräusche. SOS. Die korrekte Formel für den Zaubertrank Geistestrank. Ugh. Hier, Metamorphosemittel. Schau, das ist doch genau das, was wir wollen. Er liest einfach. Okay, Boy. Ich glaube, wir sollten echt irgendwie mal eine zweite Dusche uns besorgen. Muss der Spiegel weg? Perfekt. Wir sind mittlerweile wirklich zu viele Leute. Wir brauchen eine zweite Dusche. Wie heißt eigentlich Abby's imaginärer Freund? Haya Popaya. Perfekt. Hunde können Diebe fangen? Oh mein Gott. Noelle und Brian sind immer noch sehr glücklich miteinander. Das freut mich sehr. Er hat heute auf jeden Fall keinen Sport. Deswegen, was sollen wir heute einfach mal schwänzen? Er hat eh seine Hausaufgaben nicht gemacht. Dann ist heute vielleicht unser Tag. Er denkt sich so, ich muss halt lieber Klimmzüge machen. Sie will noch ein Kind mit Sophia. Also es reicht jetzt auch irgendwann, ne? So, und Abby hat heute ja auch Geburtstag. Deswegen holen wir einen Kuchen. Level 4 der Athletikfähigkeit. Nice. Aber wir lassen sie erst später altern, würde ich sagen. Ava. Ja, ich weiß, dass Abby Geburtstag hat. Ava, du musst ganz schnell duschen, weil wenn du so zur Schule gehst, dann ist es schwierig. Einen Stein finden. Das ist dein Wunsch. Einen Stein finden. Bro, ich kann nicht mehr. Er fühlt sich richtig geil, weil er Sport macht. Nein, du gehst nicht zur Schule. Wir schwänzen heute. Ich sehe schon, wir kriegen wieder Rechnungen. Super. Ey, Level 5 Athletikfähigkeit, ne? Er ist so ein King. Kann der Schulbus jetzt auch mal losfahren? Danke. So, dann bezahl du doch nochmal die Rechnung 420 Simoleons. Aha. Und du gehst nochmal duschen, bevor deine Schwester Geburtstag hat. Jetzt esst ihr einfach. Hallo. Dann fresst euch halt gleich voll. Ist mir egal. So, Abby hat Geburtstag. Nee, jetzt hat Riley ihren Schlafanzug an. Egal. Jetzt will er seine Hausaufgaben machen. Mhm. I see. Yay, du kleine Mausi, du. Woo! Ja, wollt ihr auch irgendwie mal anfangen zu pusten? Oder das Kind ist komplett in ihrer Brust drin. Egal. Wisst ihr, manchmal ist das einfach so. Das ist das Leben. Da ist sie ja schon. Sie ist auch blond. Kann irgendwie nicht sein, ja. Warum sind alle blond? Bei Hirino und da machen wir ein kleines Umstyling. Oh yeah. Süße kleine Maus. Jetzt brauchst du nur noch ein Potty. Ich glaube, alles andere haben wir schon. Toll, ein Potty. Können wir den auch in diesen süßen Farben machen? Toll. Das wird ihre Ästhetik, ob sie will oder nicht. Was ist ihre Lieblingsfarbe? Weiß. Na gut. Dann bringen wir Abby bei, aufs Töpfchen zu gehen. Und danach geben wir ihr eine Flash. Sie ist wirklich süß. Du steckst in großen Schwierigkeiten, junge Frau? Warum ist sie denn hier? Also bitte zur Schule gehen? Weil sonst wird das hier nichts mit den, ne, Oberschule und so. Also im Sinne von, sie möchte ja hier auf die Liste der besten Studenten aufgenommen werden. Hä? Ja, dann musst du auch hart arbeiten, Girl. Also sonst geht das hier gar nicht. Was soll denn das? Ich finde schön, dass er keinen Stress kriegt. So, können wir vielleicht das hier auch selbstreinigend machen? Ava würde gerne zu Noemi gehen. Okay. Sie hat nicht gekackt. Entschuldigung. Ich gebe ihr jetzt ein bisschen Kaki. Nee. Also, nach Tag fragen. Ich weiß ja auch nicht. Aber danach können wir ihr nochmal das
Töpfchen gehen beibringen. Ich finde toll, dass sie jetzt sauer auf Ava ist, ey. Aber nicht auf ihren Sohn. Ups, sie muss arbeiten. Dann sollte sie das mal umgehend tun. Ich finde aber echt witzig, dass alle drei Kinder blond sind. So, dann kannst du ja nochmal irgendwas beginnen. Wie wäre es mit einem humoristischen Roman? Weil sie hat ja auch Sinn für Humor. Könnte eine Idee sein. Ich will halt wirklich dieses Ding hier abschließen noch vor, bevor das Let's Play endet. Das wäre so cool. Ich bin gerade so unkreativ, ne? Wie wird man witzig? Weiß ich doch auch nicht. Während eines Interviews rutscht Sophia eine dumme Bemerkung raus. Zum Glück ist der PR-Manager sofort zur Stelle, um die Journalistin abzulenken. Später wird Sophia nahegelegt, nie mehr alleine mit der Presse zu sprechen. Entschuldigung? Wir müssen echt mal wieder eine Kritik verfassen, ne? Naja, das ist eine Sache, die wir in Zukunft angehen sollten. Denn ich beende den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, euch gefällt die kleine Abby. Und wie immer der Hinweis, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, storytechnisch oder was wir hier in Sims noch machen sollen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!